So, Freunde, willkommen zum vierten Tag des blutigen Kampfturniers. Keine Heilung, keine Wiederauferstehung. 5 Sterne. Grünes gesperrt. Ich habe keine PvPs gemacht. Ich habe nichts gemacht. Nur, dass ich das Spiel ausgemacht habe, beim Friseur war. Und jetzt hoffe ich, dass ich da ein bisschen die Kurve kriege. Also, wenn mich das Turnier jetzt auch nervt, ja, dann kaufe ich bis zum letzten Tag des Events kein Angebot. Wenn es gut läuft, dann machen wir heute noch ein Video, wo wir die neuen Helden uns angucken, also den neuen Helden und die neuen Kostüme und beschwören ein bisschen. Wenn das Turnier mich abholt. Ja, also, ich sag mal so, wenn wir uns einkaufen müssen, dann ist es scheiße gelaufen. wenn wir uns nicht einkaufen müssen, dann gucken wir mal. Kommt alles drauf an, wie er das jetzt hier mit mir macht, ne? So. Oh. Okay. Okay. Das war die vor 5 Stunden. Okay, die letzten beiden, die waren nach dem Krieg. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es Wiedergutmachung. Obwohl, doch, die beiden haben uns auf A gebracht, ne? Okay. Ich sehe da schon. Man kann sich natürlich da jetzt auch einbilden, was man will, ne? Ob es deswegen war oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Wir haben einfach Glück gehabt. Magni funktioniert für die Leute, die gezweifelt haben. Liegt alles am Magni. Und jetzt müssen wir offensiv das mal machen. Okay. Ja, dann nehme ich die Panther. Ja. Die beiden bleiben. Die beiden mag ich. Ich nehme jetzt nur. Jetzt müssen wir hier wieder gucken. Das ist der stärkere Panther. Der geht dann dahin. So. Krampus behalte ich. Krampus nehmen wir mit. Falls da tatsächlich irgendwie was passieren sollte, weil die gehen ja hier alle auf alle, ne? Also bis auf sie. Er geht auf alle, da brauche ich schon irgendeinen, der das eventuell aufhält. Okay, gucken wir mal. 2 gelbe für 3 lilane, 2 lilane für 1 gelben. Bin gespannt. 6 Steine und 7 Steine. Ah, das ist, wir brauchen nicht viel. So, wir spielen die blauen. Dann haben wir hier schon mal 4 lilane in ihn rein. Außer das geht jetzt, okay. So, Planänderung, wir spielen die 3 rein. Dieser lilane geht hier oben hin und wir haben dann die 4. Okay, wir können es auch noch anders machen. Machen wir da so. Okay. Mhm. Interessant. Sie jetzt. Auch wenn ich 2 Dreier-Matches hätte machen können, hier unten und hier oben. Aber jetzt wollte, dass sie weg ist. Aber dir will ich auch, dass du weg bist. Opas feuern wir da hinten hin. Okay, ich würde jetzt mal so pauschal sagen, das hat gut funktioniert. Na komm, Topas. Okay. Gleiches Spiel, oder? Die sind schon wieder auf der Position. Der einzige Blaue, der im Team ist, der ist immer ganz außen. Oh, Krit-Truppen. Ah je. Sie ist auch extrem nervig. Wirklich extrem nervig. Bräuchte ich irgendeinen, der eigentlich beschützt? Na, egal. Ich hau sie jetzt einfach weg und fertig. Mhm. Wir haben schon mal die 4. Das ist schon mal gut. Die 4, die nehmen wir gerne erstmal. So, jetzt lass mal gucken.
Mach das so, damit ich die hier ein bisschen hochkriege. Okay. Spielen wir das so, weil dann habe ich hier auch noch ein gelbes Match. Okay, er ist jetzt erstmal in Ordnung. Ne? Das ist halt Pech jetzt. Ah, Mana Slowdown. Okay, das ist ein bisschen Pech für mich. Aber wir gucken mal. Nehmen wir die 4. So, gucken wir mal. Okay. So, das war in Ordnung. Oh, wow. Das hält er aus. Jo. Was hat der, was passiert hier gerade? Warum kann ich den nicht besiegen? Ja, das habe ich schon jetzt gesehen, dass ich dann nun. Okay. Ich verstehe noch nicht, warum ich gar keinen Damage bei ihm gemacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Hat er da wieder irgendwas, was mir entgangen ist? Ja, okay, haben wir verloren. Okay, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das muss ich mir mal eben angucken. Was macht denn dieser alberne Lutscher da wirklich? Also, ich weiß es nicht. Ich verliere gegen die komischen Hobbits irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Okay, Giftschaden. Ja, aber er ist ja langsam. Da ist ja schon der Witz dabei wieder. Ja, aber warum? Warum konnte ich ihn denn nicht töten? Ich habe doch voll viel reingespielt. Das kannst du ja mir nicht sagen, dass das an der Crit-Truppe liegt. Ja, das kickt natürlich auch immer rein, ist klar. Also es hatte nichts damit zu tun, dass irgendwie das Mana reduziert wird um 100%. Da war der Drops schon gelutscht, ne? Da haben wir schon, da war ja schon vorbei. Aber ich weiß ja nicht. Also irgendwie, ich hatte ja keinen Attack Down drauf. Ich hatte ja nur hier die Kacke hier drauf, die ja nur 70% sind. Ja, aber trotzdem gefühlt immer kommen. Weißt du, wenn du 70% hast, um das Special aufzuleveln hier, dann funktioniert das nicht. Aber sowas hast, dann geht das. Da funktionieren auch wahrscheinlich 30%. Aber das Ding ist halt einfach, warum konnte ich den nicht killen? Ich hatte keine Attack Down drauf, nichts. Ich habe einfach nur kein Damage gemacht. Nee, du kannst mir nicht sagen, dass so ein mickriger Lakai 40%, ja gut, die habe ich mir nicht angeguckt. Das kann natürlich sein, dass der richtig da durchgeschallert hat. Oh, das ist Joseon. Oh, ich brauche Boni Entfernung für Krampus. Kann aber keinen gelben mehr mitnehmen. Was ich mache? Im Rain mit. Versuch mal was. Okay. Vielleicht habe ich den Dicken in der Mitte da unterschätzt. Das kann natürlich auch sein. Und das ist natürlich Murks. Also, da sind wir wieder beim Krieg, ne? Zwei gelbe Steine hier und da. Und der Rest taugt nichts. Das ist gut. So kommst du weiter in diesem Spiel. Das wird was. Es kommt.
Okay. Wir machen Krampus mal an. Nemesis. Okay. So, Topas. Topas schießen wir hier rüber. Das gibt Mana. Okay. Wir feuern Penyolite. Müsste den linken Pengi killen. Okay, jetzt, ja, jetzt kommt auf das Gift nicht mehr drauf an. Hauptsache, der ist jetzt erstmal weg hier, der Louis. Ja, okay. Auch nicht, was das manchmal soll. Das ist schon wieder. Oh. Atreira. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir versuchen das Gleiche nochmal. Aber der war ja gut. In Quick. Okay. Okay. So, drei blaue. Dann geht hier vier gelbe. Das ist eigentlich schon mal gut, oder? Wir spielen die blauen. Nee, hier kann ja unten kann ja noch blau wiederkommen. So. Okay. Wir gucken mal, ob hier ein lila Diamant kommt. Nein. Dann spielen wir das so. So viel wollte ich nicht, aber ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Jetzt hauen wir. Machen Krampus an, hauen Nemesis drauf und ich hoffe, das reicht schon. Schön. Dann gehen wir nämlich mit Topas auf Pengi. Da sind zwei Minions. Das würde Penyolite laden. Wir feuern Penyolite. Dann müsste Pengi tot sein, sodass wir Lila ghosten können. Dann müssen wir Rain hier hinten feuern, weil die Gargoyles sind ja immun gegen Gift. So. Ja, ich lass das da jetzt wirken. Da habe ich jetzt keine Verträge mehr mit. Das kann, da, egal. So, okay. Wollte schon sagen, willst du mir jetzt hier am Keks gehen, oder? Was ist da los? Ja, dann hör jetzt auf damit. Ich hab einfach. Quick, quick, quick. Okay. Full Pull. Ja, die kennen wir aber. Full Pull. Okay, Hachiko. Ja, da bräuchte ich eigentlich Boni Entfernung. Er macht Gegenschlag auf alle. Habe ich denn da irgendwas? Ayana. Ja, aber nur durch ihr Supertalent. Das ist nichts, worauf ich mich verlassen wollen würde. Devana, ich will aber nicht 4-1 spielen. Ich könnte Seeschatten mitnehmen. Oder, naja, dann mal los, sie ist wieder 4-1. Vivica ist auch 4-1. Was denn, wenn wir Cage mitnehmen? Aber macht nur bei einem. Sie macht bei drei. Sie macht auch zusätzliche Minion. Weiß nicht, ich nehme Seeschatten mal mit. Warum nicht? Okay. Mal gucken. Jetzt haben wir einen richtigen Boni-Entferner dabei. Okay. Dann das Match machen, dann habe ich hier noch eins. Wenn ich hier das mache. Ich komme nur, ja gut, obwohl, wenn ich hier die 4 mache. Wenn ich die 4 mache, dann rutscht das. Ah, ich mach das mal. Es geht ja in erster Linie erstmal um Gelb. Nehmen wir das so. Ay caramba, warum?
Warum musst du das jetzt wieder tun? Warum musst du das genau so tun? Ja, ist das, ich hau Topas drauf. So. Ich mach das jetzt so. Och, er ist noch nicht mal tot? Komm schon. Danke. Okay, wir gehen auf. Wir feuern erstmal und gucken, wer dann noch Bedarf hat. Ja, Chico hat Bedarf. Gut, hasta la vista. Seeschat. Ich spiele als nächstes hier drunter, weißt du was? Dann gehen wir hier auf ihn. Aber ist erstmal okay. So. Okay. Ja, mach. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß damit. Ah, gut, gut gemacht. Gut, dass du mit denen da drauf gegangen bist. Das ist das Problem, wenn du, gut, hier war es jetzt der Vorteil, der Ninja hat in der ersten Aufladung ausgelöst. Aber wenn sie halt jetzt erst in der dritten auslöst, dann passiert da hinten bei ihr erstmal gar nichts. Ne? Die Feinde an sich sind gefährlich, ja, haben wir gesehen. Ne? Feinde, Fortuna, nur mal so als Beispiel. Das kann wehtun. Aber Aufladungshelden in der Defensive bin ich persönlich kein Freund von. Okay. Oh, Anna. Well done. Well done. Ah, da ist sie wieder. Ah. Oh. Die Retirement Crew. Schön. Ja. Da weiß ich noch. Er hat noch gespielt, als ich so langsam in den Flow reingekommen bin. Er war damals auch ein richtiger High-Casher. Und ich wusste nie, ich weiß es immer noch nicht, ob er männlich oder weiblich war, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube männlich. Aber ja, die gute alte Defensive, ne? Das war so das Nonplusultra vor ein paar Jahren. Ob man es glaubt oder nicht, als Telluria noch gut war. Da hatte jeder sowas stehen. Und da hast du dir die Zähne ausgebissen. Da sind einige, die wir kennen. Sie auch. Oh, vor 9 Tagen. Es spielt also immer noch ein bisschen, ja. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich. Gut. Na, da wollte ich gar nicht hin. Ja, ja, Herausforderung. Ja, ja. Ja, hau mal ruhig die Angebote da raus. Gut. Also, wir sind nicht rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob ich Seth einfach unterschätzt habe. Ich hab keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da in dem Kampf geschehen ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Dann gucken wir uns nachher die Helden an. Vielleicht mache ich es noch von den PvPs. Aber weißt du, komm, wir machen noch die PvPs. Komm. Da ist er wieder, der Agit. Der Agit-Mann. Der hier. So, das Team hat gnadenlos verkackt, ne? Deswegen spielen wir das jetzt. Das muss wieder Gutmachung bringen. Da kam nicht das hoch, was ich brauche. Müssen wir mal hier gucken. Okay. Das ist gut, weil so können wir nämlich unsere Roten zusammenschieben. Das sollte für den Kill reichen. Gut.
Guck mal, wenn wir gelb kriegen, werden wir schön. Kriegen wir nicht. Dann werden wir Topas an. Ja, wobei jetzt, ach ja, jetzt kommt er da hinten in der Ecke. Okay, dann machen wir es so. Vorher mal zuerst mal Janna, vielleicht nimmt sie den Spot runter. Nee, hat sie nicht. Okay, dann killen wir ihn. Brauch Fenexa, aber weißt du was? Ich werde, glaube ich, naja, wir spielen die 4 ruhig. So. Wer jetzt gar nicht auslösen darf, ist hier. Ufu. Bin ich am Arsch. Okay. Oh je. Oh je, ich wusste es. Ich wusste, dass da. Das war gut gemeint, aber es war nicht gut. So. Okay. Ja, so funktioniert das Team an sich. Es ist schnell. Wir brauchen für 3 Helden brauchen wir 6 Steine. Da können wir schon eigentlich guten Damage immer mit anrichten. So, ihr habt verkackt im Krieg. Ihr habt auch, ja, also ihr habt ja sowas von gnadenlos verkackt. Und da ist Balur drin. Okay, wenn ich das jetzt verliere, dann grabe ich mich ein, glaube ich. Also ich muss ja mal sagen, das, was ich als Startboards. Ja, okay, ich sag erstmal nichts, ich warte erstmal ab. Ich wollte nämlich sagen, was ich als Startboard hier serviert kriege, die ganze Zeit über, das ist nicht gut. Und dann kommt natürlich direkt sowas hinterher, ne? So. Wir hauen ihn raus. Okay. Gucken wir mal, ob hier gelb kommt. Was für eine Überraschung. Hier läuft's wieder. Gut, ist natürlich jetzt auch nicht vergleichbar mit den Teams, die ich im Krieg als Gegner habe, ne? Aber vom Grundprinzip her, hier läuft's deutlich angenehmer. Es geht mir in erster Linie um die Frequenz der Teile, die ich kriege, ne? Oh je, da ist sie. Okay. Die haben auch verkackt, ne? Oder haben. Nee, die Panther haben gewonnen, stimmt. Das war dieser wunderbare. Ihr habt verkackt. Aber das Team macht eigentlich gegen Krampus keinen Sinn. Egal. Ich nehm's trotzdem. Ich muss auch so einen Gegner besiegen können. Theoretisch. Aber schon wieder kein Startboard, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist lukrativ, da muss erstmal ein bisschen was passieren. Was natürlich dann auch komischerweise jetzt auch passiert. Aber, ne, das ist auch merkwürdig manchmal. So, wir hauen jetzt hier einfach mal drauf. Gucken mal, kriegen ihn sogar weg. Nicht schlecht. Faszination Empires. Dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Minen hier. Ein Kobalt sollte reichen mit den roten Steinen. Oder wir ghosten? Ne, wir ghosten die roten nicht. Aber weißt du was? Ich gehe mal einmal mit auf die Mutter da. Aha. Lass nicht kommen sehen, wa? So, auf die Mutter nochmal. Sehr gut. Ah ja, hauen wir Teti Sheri raus. Beide auf den Ritter. Jetzt kann er auch auf 1 droppen, ne? Jetzt geht's. Jetzt ist er on fire, der Ritter. Vielleicht kriege ich ja gleich sein Kostüm.
Dann bin ich auch on fire. The Fall of Ragnarök, ja. Definitiv, das war der Fall. Okay, was haben wir hier? Ein, der online ist. DM ist auch online, okay. Ja, dann suchen wir uns jemanden. Ja, was? Er gibt mir 26, ja, okay. Ach, von mir aus, nehmen wir den. Ich skippe ja selten. Ich nehme ja einfach das, was kommt. Ja, wie gemein ist es. Ja. Kobalt Numero Uno. Ah, ich weiß nicht. Kommt da, bei meinem Glück kommt jetzt da kein. Okay. Ich dachte, es würde jetzt tatsächlich blau kommen. Dann muss er weg. Gucken wir mal, was hier passiert. Nichts. Dann ghosten wir erstmal hier. Hier haben wir zumindest ein blaues Match. Okay. Noch ein blaues Match. Okay, sehr gut. Ist in Ordnung. Warte, erstmal kurz bei den Kobolds, weil ich will gucken. Ach, sie hat ausgerechnet. Ausgerechnet hat sie den Attack Down rausgenommen. Ja, sicherlich. Natürlich. Ach, Mann. Mann, oh Mann. Bist du wieder auf die gleichen drei? Ja, ne, ach, ja, hau den einen Kobold doch raus. Habe ich mir WLAN rausgehauen? Nee, nee, doch nicht. Geh jetzt mal auf Garnet. Komm, gönn mal. Ja, danke. Danke, dass du jetzt auf Garnet gegangen bist. Das war wenigstens mal eine Sache, die gut war. Ja, das ist jetzt nicht schlimm, dass Garnet da jetzt gestorben ist. Kann es halt nicht ändern. Vielleicht jetzt nicht Krampus triggern, weil den würde ich gerne verschießen hier. War zumindest halb. Haha, die Minions machen nichts. Ah, du garstiger Auto-Attack, ey. Aber jetzt triggern wir mal nicht Rigard, weil wenn wir Glück haben, jawohl, okay. Das ist aber heute auch mehr Krampf als Kampf, ne? Heute hat das keiner so wirklich leicht hier. Ja. Okay. Muss niesen. Oh, Junge. Oh. Was zum Teufel? Gut, gucken wir mal. Die habe ich extra auseinandergebracht, weil ich gehofft habe, dass vielleicht irgendwie was Schönes kommt. Kommt aber erstmal nicht. Das war schön. Er soll feuern, solange ich noch hier Dingens habe, ne? Ja, da haben wir zwei dicke Hits jetzt eingesteckt, das ist sehr gut. Okay. Okay.
Was haben wir auch in der Tasche? Jetzt machen wir einfach hier mal ein bisschen Bewegung. Dann noch relativ viel an Steinen kriegen. Ja, perfekt. Ja. Aber was funktioniert dann wieder im PvP? Gestern hatte ich echt die Scheiße am Fuß im PvP. Heute ist es umgekehrt. Oh, das ist das erste Mal, dass ich gegen den spiele. Das ist interessant. Das ist ein schöner letzter Kampf. Dann spielen wir auch mit dem Team. Ich kann den Spot ja nicht wegnehmen. Also müsste ich ihn rein theoretisch vorher killen. Ich wollte die vier Steine... Oh, okay. Ja, gut. Erzählen wir nicht. Tut mir leid. Tschüss. War gefährlich, der Typ. Ach, Maat, ernsthaft? Was hast du denn da jetzt wieder gemacht? Bist du ja gedodged, ne? Hab dir doch einmal gesagt, du sollst das nicht tun. Ja, das sind wieder Traumboards. Junge, für sowas würde ich im Krieg aktuell töten. Also, das ist vielleicht im Kontext jetzt ein bisschen blöd, aber du weißt, was ich damit meine, ne? Guck dir das mal an und dann guck dir das an, was da im Krieg los war. Jetzt gibt sogar Bonus-Damage, killt ihn da hinten. Junge, Junge, Junge. Da ist es wieder komplett. Komplett in die andere Richtung. Mal ein bisschen Eisen ausgeben. So. Okay. Kiste. Nix. Okay. Gut. Dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.